Im heimischen Frauenfußball ist es heuer zu einem Machtwechsel gekommen. Serienmeister Lenkbach ist erstmals seit 12 Jahren geschlagen. Lokalrivale St. Pölten-Spratzern ist nun Nummer 1 und hat das beim letzten Heimspiel gegen Altenmarkt auch standesgemäß zelebriert. St. Pölten-Spratzern ist am Ziel. Die meisten Siege, die meisten Tore und keine einzige Niederlage in 17 Spielen. Erstmals in der Geschichte holen die Damen aus der Landeshauptstadt den Meisterteller. Das ist wirklich einfach super gelaufen für uns. Wir haben tolle Spiele geliefert. Ja, wir haben eigentlich das meiste umgesetzt. Also wirklich eine tolle Saison. Ich glaube, dass also alle von uns den einen Traum gehabt haben, eben heuer wirklich Meister zu werden. Und ja, ich glaube, wir haben es alle verdient. Und ich glaube auch, die Ergebnisse haben das alle gezeigt. Und ja, wir können stolz auf uns. Was zeichnet euch aus? Was waren eure großen Stärken? Ja. Also ich glaube, die Stimmung passt. Ja, die Stimmung passt. Ja, unsere Stärken, glaube ich, einfach war, dass wir als Mannschaft am Platz einfach funktioniert haben. Und das ist einfach ganz, ganz wertvoll. Das letzte Heimspiel der Saison gegen Altenmarkt bietet keine meisterliche Kulisse. Spratzern lässt sich aber auch vom Dauerregen nicht aus dem Konzept bringen. Nicole Biller sorgt nach einer Viertelstunde für die Führung. Ihr 26. Saisontor ist das letzte vor den eigenen Fans. Die Torjägerin wechselt am Saisonende in die deutsche Liga zu Hoffenheim. Abschied nehmen heißt es auch für die zweite Erfolgsgarantin. Lisa Marie Mackers verlässt den neuen Meister ebenfalls. Sie spielt kommende Saison in Freiburg. Ihr Tor zum 2:0 ist die perfekte Erinnerung für alle an eine erfolgreiche Zeit. Ich glaube, es ist schon der richtige Zeitpunkt. Natürlich, Abschied ist immer schwer, aber so im Großen und Ganzen ist es schon ganz passend. St. Pölten-Spratzern rauscht im Eilzugstempo durch die Frauenliga und beeindruckt mit offensivem Kombinationsfußball. Dass es gegen Altenmarkt nur einen 2:1-Sieg gibt, liegt vor allem am Pech im Abschluss. Viermal Stange oder Latte verhindern einen höheren Sieg. Es ist übrigens der 16. im 17. Saisonspiel. Eindrucksvoller kann man die Dominanz von Serienmeister Lenkbach nicht brechen und selbst eine erfolgreiche Ära beginnen. Natürlich ist es schön für uns, dass wir das jetzt einmal geschafft haben, nach 12 Jahren als erste Mannschaft die Dominanz zu brechen. Ja, für uns war es einfach wichtig, dass wir das, was wir uns vornehmen, umsetzen. Und wir haben eigentlich gar nicht nach einer Lenkbach geschaut. Wir haben uns auf unsere Stärken vertraut und deswegen sind wir auch verdienter Meister. Es ist ein Prozess der letzten 1-2 Jahre. Sie haben daran gearbeitet, wirklich die stärksten und besten Spielerinnen, auch die besten jungen Spieler in Österreich zu bekommen und haben sehr gute Legionäre und diese Mischung hat es, glaube ich, ausgemacht. Ein Ziel gibt es dann aber doch noch. Im Cupfinale gegen Lenkbach am 4. Juni will der neue Meister die Saison mit dem Doublegewinn perfekt machen.